Freunde, 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 hier ist euer Robert Götz. Matuszewski live aus dem Bundestag. Ja, das Jahr schleppert sich schon Stück für Stück weiter. Wir haben heute den 6. Ja, den 6. Ja, ist irre. Heilige Drei Könige. Heilige Drei Könige. Ja, eigentlich heißt es ja Heilige Drei Königinnen. Neudeutsch, ja. Die FDP hat ja auch ihr Heilige Drei Königinnen-Treffen heute. Ja, das ist wichtig. Das ist eine Klausurtagung. Man trifft sich und trinkt. Ja, es wird viel getrunken. Ja, es wird auch viel geredet. Ja, gesagt nicht viel, aber es wird halt viel CO2 verbraucht. Und böse Zungen sagen, die FDP feiert noch mal so ein kleines bisschen, bis dann vorbei ist. Weil erst werden sie in Berlin aus dem Landtag und überhaupt komplett verschwinden und dann aus dem Bund beim nächsten Mal. Aber Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Mir ist ja ein Lapsus unterlaufen, das ist misslich auf Telegram. Übrigens, Freunde, bitte kommt auf Telegram. Also das ist jetzt mein Neujahrswunsch. Telegram ist wichtig, ja. Selbst meine Mutter, ja, fast 90-jährig. Ich sage es, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, weil ich stolz drauf bin. Ich sage es immer wieder. Meine Mutter fährt noch Auto. Ja, kann gut fahren. Ja, die fährt richtig. Ja. Sie hat ein Gärtchen, wo sie immer hinfährt. Kümmert sich um den Garten, ja. So Äpfel und Birnen und so Sachen, ja. Zwetschgen. Kümmert sich, ja. Also wirklich, meine Mutter ist dritter Stock Altbau. Ja, das hält jung. Rauf und runter immer wieder, ja. Und meine Mutter hat jetzt Telegram. So, also Freunde, habt jetzt bitte auch Telegram. Ihr müsst aber nicht warten, bis ihr 89 seid, ja. Also ihr könnt das jetzt schon machen. Es sei denn, ihr seid schon 89, dann wird es jetzt Zeit. So, auf jeden Fall habe ich auf Telegram heute Morgen meinen Morgengruß, meinen Mittagsmorgengruß. Der kommt ja meistens so zwischen 8.30 Uhr und 11.30 Uhr, je nachdem, wie es passt. Ich muss das ja auch irgendwie einmatchen in meiner Arbeit hier im Bundestag. Bin ja hier der Facility Manager. Da kam heute Morgen eine Nachricht, die habe ich ungeprüft verlesen und vorgetragen. Habe aber umgehend innerhalb von 2-3 Minuten das wieder gelöscht und revidiert. Revidiert, schwieriges Wort, habe ich aber gelernt. Ist so wie Meinung revidieren und Wahlkampfversprechen revidieren. Das können wir Linken, linksstaatlichen, zivilcouragelichen nicht ausgezeichnet. Jedenfalls hatte ich verlautbart, dass der Viktor Orban aus der EU raus möchte. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Er hat das so nicht gesagt. Ich bin auch in der Lage, mich zu entschuldigen. Ebenso wie ich gestern gesagt habe, die Rosi Mittermeier ist plötzlich und unerwartet verstorben. Ich muss dazu sagen, für mich war es plötzlich und unerwartet. Ich habe von ihrer Krebserkrankung nichts gewusst. Noch einmal mein Beileid an die Angehörigen. Und jetzt ist 72 nicht unbedingt das Alter, wo man normalerweise schon. Aber es ist eigentlich, also für mich war es plötzlich und unerwartet. Und böse Zungen sagen, da ja inzwischen praktisch alle plötzlich und unerwartet sterben, war es jetzt auch nicht falsch. Aber in dem Fall war es falsch, Freunde, es tut mir leid. Ich bin in der Lage, das zu berichtigen. Ich habe aber eine kleine Bitte. Es wäre nett, wenn der ein oder andere einfach mal sagt, Robby, da hast du dich geirrt, mal so nett und freundlich und nicht gleich losschimpfen und loszetern und losprügeln. Ja, ist das möglich? Danke. So, jetzt geht er los. Ja, ich bin nämlich nicht perfekt. Ich bin nämlich Mensch. So, und jetzt geht er los. Jetzt möchte ich erstmal Stefan Hohmann Danke sagen. Er hat mir Folgendes geschrieben zu Du bist Schöpfer. Er schrieb, Du bist Schöpfer. Er hat diese Bücher spontan verschenkt. Alle Beschenkten sind von Herzen dankbar. Das habe ich noch nie erlebt, schreibt er mir. Also er hat wahrscheinlich zu Weihnachten, guter Mann, ja, oder zum Jahresstart dieses schöne Buch hier verschenkt, ja, und hat gesagt, wie wir gerade gehört haben, die Dankbarkeit, sowas hat er noch nie erlebt. Wenn ihr sowas auch verschenken möchtet, ja, an gute Menschen, die ihr mögt, aber nur an die, die ihr mögt, ja, Link hängt hier drunter, claudiusfarbig.de, gibt auch noch die Weihnachtsaktion, die läuft noch. Bei mir ist immer Weihnachten. Diese schöne Audio-CD mit dazu geschenkt. So, wenn ihr möchtet, signiere ich es auch für den Beschenkten. So, Silvester, es geht los, Freunde, jetzt im Handel. Ihr werdet begeistert sein. Das gibt es jetzt im Handel. Ja, finde ich gut. Da können sich die Kleinen schon mal aufs nächste Jahr vorbereiten. Da gab es ja richtig Unstimmigkeiten. Ja, Julian Reichelt hat ein Video gemacht, der Ex-Blödchef-Chef, Blödzeitungschef. Der hat ja gesagt, ja hier, man kann das nicht kritisieren, ja, und da ist man gleich rechts und überhaupt NAZI und homophob und Antisemit und Rassist und was so alles, hat er gesagt. Und den Rest habe ich ergänzt. Und stimmt ja auch. So, das wird nicht kritisiert. Ist alles in Ordnung. Es ist wie bei der Titanic, das Ding ist nie untergegangen, ja. War ja auch so, Titanic gibt so eine böse Zunge, die sagen, ja, ja, das Ding hat 2,5 Stunden gebraucht, bis das untergegangen ist. Und die erste Stunde haben alle gesagt, ja, ja, ich bleib lieber schlafen. Ah, das ist sicherste Schiff der Welt, da kann nichts passieren. Ihr Verschwörungstheoretiker, da haben sie dann noch ein anderes Wort benutzt, ja. Hört doch mal auf hier, ja, lasst den Herrn Ismi in Ruhe. Ja, das sind ja alles ganz tolle Konstrukteure und unser Kapitän, toll, da kann nichts passieren. Unsinkbar, ja, stand doch in der Bedienungsanleitung, unsinkbar, ja, Punkt, aus, Ende, ja. Und das Gleiche gilt für unsere Gäste, ja.
alles eine Wertschöpfung, Bereicherung und Überbereicherung, Bereicherung. Ja, da gibt es null Ärger, null, null. Gut, okay, nach gut einer Stunde hat der ein oder andere dann doch gemerkt auf der Titanic, als das Schiff dann so langsam so, ja, da ist aber noch alles in Ordnung, ja. Und nach 2 Stunden so, und nach 2,5 Stunden weg, ja. So, aber bis zum Schluss haben ganz viele gesagt, kann nichts passieren. Und böse Zungen sagen, das ist jetzt im Moment genauso. Dieser Silvesterschuss ist nichts anderes als der Schuss von der Domplatte und die vielen anderen Schüsse und die 3 Gruppenvergewaltigungen am Tag und so weiter. Freunde, das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Hört auf mit diesem Rassismus. Ich möchte es nicht hören, nicht auf meinem Kanal. Ist alles in Ordnung. Jetzt gute Nachrichten, endlich. Gulasch, Rouladen und Wurst in Dresden eröffnet Sachsens erste Fleischerei. Es ist eine, also nicht die erste Fleischerei, aber es ist die erste Fleischerei, die Gulasch, Rouladen und Wurst in Dresden vegan anbietet. Also wie der erste Obstladen in Berlin, ja, alles aus Plastik oder aus Fleisch. So, schön. Also Freunde, die erste vegane Fleischerei. Tolle Idee. Dann hier, Celebrity RBB. Ja, RBB. Toll, RBB, ganz toll. Hier. Anna-Marie Mühe, ja, sie hat Mühe, ja, so sieht sie auch aus, sie sieht bemüht aus. Ich finde Berlin überhaupt nicht schön, ich finde Hamburg viel schöner, sagt die Berliner Schauspielerin. In Berlin bin ich nur aufgrund meiner Liebsten, die hier alle wohnen. Ansonsten wäre ich schon längst weg. Böse Zungen sagen, ja, spätestens nach Silvester können wir das verstehen, ja? Ja, aber gut, okay. Wir haben noch eine andere schöne Nachricht, möchte ich erstmal Felix Kraker Danke sagen, herzlichen Dank. Und hier, Rudolf Hahn schreibt, er ist schwerbehindert, steht kurz vor der, ich glaube 17. OP, seine Frau lebt im Pflegeheim, alles fürchterliche Situationen und überhaupt, Freunde, ich möchte, dass wir alle jetzt mal dem lieben Rudolf Hahn gute Energie schicken. Rudolf, gute Energie, werd schnell wieder gesund, wir schicken dir Kraft, vor allen Dingen mental musst du wieder raufkommen, das ist wichtig. Ja. Dann hatte ich ja schon zu Weihnachten einen Energiespartipp weitergeleitet von Friedrich Merz. Er hat nämlich gesagt, Weihnachtsbaum mit echten Kerzen, allein dadurch erhöht sich die Raumtemperatur, veröffentlicht am 24.12. Und da hat uns der Friedrich Merz einen großen Gefallen getan. Vor allen Dingen einer Familie in einem Einfamilienhaus in Rottach-Egern. Rottach-Egern, ja. Christbaumkerzen setzen ein Familienhaus in Flammen, Schaden 300.000 Euro. Ja. Ja, gut, okay. Ja, also es ist auf jeden Fall wärmer geworden, ja. Und nicht vergessen. Hamburg. In Hamburg soll jetzt das Otto von Bismarck-Denkmal verschwinden. Das finde ich gut, Freunde. Wir müssen alle Straßen umbenennen. Wir müssen alle alten Denkmäler einreißen. Wir machen es wie die alten Ägypter. Die haben auch die Hieroglyphen abgemeißelt. Ja, Geschichte früher weg. Schwamm drüber. Wir schreiben die Geschichte neu. Ja, so läuft das. Das ist linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Also finde ich in Hamburg toll. Und dann hier Helge Lind. Helge Lind ist ein Freunde, ich muss es euch zeigen. Helge Lind hat in seinem Logo hier, hallo, der Helge, da die Ukraine-Flagge. Freunde, Helge Lind, Slava Ukraina. Und den Kommunismus und seinen Lauf, den halten weder Ochs noch Esel auf. Helge Lind ist ja mein Idol. Richtiger Mann vielleicht nicht, aber richtiger Kerl vielleicht auch nicht. Aber der ist richtig, links. So, und hier die CDU Berlin erfragt die Vornamen der Verdächtigen der Silvesterausschreitungen. Sagen wir, wie es ist, schreibt Helge Lind. Die Rassifizierung nach Namen steht in Deutschland in der Tradition der Namenspolitik der NAZIs. Wir werden Zeuginnen einer völkisch-rassistischen Enthemmungswelle der CDU. Böse Zungen sagen, ey Lind, hallo, Kuckuck, jemand zu Hause? Hallo! Kann man vielleicht mal nach den Vornamen fragen? Wo ist das Problem? Oder kommt da vielleicht irgendwas raus, was nicht in deine Agenda passt? Du Pfeife. Aber es sind böse Zungen, sind nicht meine Worte. Ich finde Helge Lind klasse, super, eloquent, sexy, attraktiv, klug, sympathisch, engagiert, links, linkisch und vor allen Dingen zivilcouragelich. Der Beste, den wir je hatten, ja? Und er hat recht. Links, wie kann man denn nach Namen fragen? Wir wollen die Namen nicht wissen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Dirk Pohlmann hat einen Preis für seine Leistung erhalten und Wikipedia hat seine 2 Grimme-Preise wieder gelöscht. Danke, Jörg Oehme, für diese Information. Ja, Wikipedia löscht das, was gelöscht werden muss. Das muss so sein, ja. Endlich, und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser sehr kurzen Sendung, Deutschland liefert Schützen, Panzer, Marder und ein Patriot-System an die
Ukraine und zieht damit gleich mit den Franzosen, die ja auch Panzer in die Ukraine schicken. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen, mit den Reifen, nicht mit Ketten, also die anderen Panzer halt. Aber mit Geschütz, mit allem, extrem stark gepanzert, gut, gut, gut. Und ich würde mal sagen, Putin hat verloren, Thema ist durch. Wladimir Putin, Vlad der Fehler von Moskau, schlecht. Ja, schön. Dann hier, die Polizei hat sich hier erst um 1 Uhr reingetraut, berichtet die Blödzeitung. Der Silvester-Horror-Hotspot von Till Biermann und Timo Beurich, ja. Sind aber nicht die, die vom Zuschauertreffen vom digitalen Chronisten und mir berichtet haben. Wo das einzig Richtige war, wie wir beide geheißen haben. Aber gut, ansonsten ist die Blödzeitung natürlich spitze. Aber hier in diesem Falle hier, da gibt es ein schönes Bild hier. Da hat man einen Bus angezündet unter einem Wohnhaus, wo Alte und Behinderte und Kinder und Familien leben. Hat ihn angezündet, ja. Ja. Und als der Bus dann komplett abgefackelt war, da hat sich dann die Polizei reingetraut. Schön. Ja gut, okay. Ich meine, das ist eine gewisse Form auch der... Das war ein Lausbubenstreich. Es war ein Lausbubenstreich. Apropos, ich habe das Bild schon mal gezeigt. Es ist mir aber wieder untergekommen. Ich zeig's nochmal. Freunde, ist das niedlich? Hallo? Ist das nicht niedlich? Ach, oder wie Martina sagen würde, niedelig. Ja, ist das nicht niedelig? Ah, schön. Also die Natur ist schon schön, Freunde. Gott und sei Dank haben wir unsere Unterstützer aus Afghanistan, Irak, Iran, wo sie alle herkommen. Somalia, Ghana, ja, sehr gut. Und jetzt haben wir es. Überfall auf Discounter. 2 junge Männer fangen den Norma-Räuber. Ein 21-Jähriger überfällt den Norma in Schwenningen. Er kommt nicht weit, denn 2 junge Männer stoppen den Flüchtigen. Ja. Relotius hat es, glaube ich, geschrieben, diesen Artikel. Ich weiß nicht, wie der Redakteur hieß. Muss ich nochmal gucken, vielleicht steht es ja doch irgendwo. Finde ich gut. Schön. Gott sei Dank. Freunde, es ist nochmal gut gegangen. Heute vor genau 6 Jahren, 4 Monaten, 2 Tagen und 4 Stunden wurde ich als nachtragend bezeichnet. Verstehe ich nicht. Dann hier. Ich lese von Jean Kuba. Hallo, Herr Matuszewski. Wir in der Provinz Brandenburg vernehmen von Monat zu Monat ein Amtsblatt, das viel mehr Todesblatt heißen müsste. Von den 15 Seiten sind derweil 10 Seiten Todesannoncen. Durchschnittsalter ca. 42 Jahre. Da kommt natürlich Freude auf in diesem tollen Rechtsstaat, der natürlich nur das Beste für alle will, möchte. Grüße aus der südbrandenburgischen Provinz an Sie und Ihre Frau. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich würde mal sagen, alles Corona-Opfer. Oder? Was meint ihr? Ulrike Krüger, ich sage danke von Herzen und ich bin in Dankeslaune. Dieter und Hildegard Schulze, danke, danke, danke. Und auch an alle anderen, danke, die mir hier Däumchen hochgeben und Kommentare schreiben. Vielen Dank von Herzen auch an meine Unterstützer. Nur dank eurer Unterstützung ist diese Arbeit hier möglich. PayPal und Konto hängt hier drunter. Und jetzt was sehr Schönes. Das chinesische Government is turning the QR-Code Covid-Passport into a modern electric targeting system to prevent residents from going outside. Ich übersetze mal simultan. Die Chinesen haben jetzt ihr QR-Code-System so eingestellt, dass sie die Leute überwachen können, damit sie nicht aus dem Haus gehen. Finde ich gut. Dann hier in Landkreis St. Ingbert im Saarland. Wirklich wahr. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, wie im Bundestag krakeelt wurde? Ja, ihr alle, die preppern, also die Lebensmittel sammeln und so, sind alles Reichsbürger und NAZIs. Wobei, Reichsbürger ist ja das neue Wort für NAZI. Ja, so. Und jetzt schreibt hier die Stadt St. Ingbert, hier, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, hier, wir möchten Sie sensibilisieren und informieren. In einer Sondersituation, zum Beispiel Blackout, längerer Stromausfall, müssen Staat, Stadt und Bürger zusammenarbeiten. Oh, hier wurde nicht gegendert. Was ist denn mit Bürgerinnen denn? Oh, war ja. Private Vorsorge ist vor allem bei einem Blackout wichtig, denn in diesem Fall funktionieren auch Telefon und Internet nicht mehr. Schön, dass man das mal erklärt bekommt. Eine Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ist in einem solchen Fall nicht sofort und flächendeckend möglich. Auch wenn die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und Stadtwerken alles in ihrer Macht Stehende tun wird, die Bevölkerung so gut wie möglich zu betreuen. Jeder Bürger, schon wieder nicht gegendert, was ist da los, sollte im eigenen Interesse eigenverantwortlich Vorsorge treffen. Wichtige Hinweise gibt der Notfallratgeber des Bundesamts für Bevölkerungsschutz. Ich muss hier immer so hin und her schieben. Und Katastrophen mit freundlichen Grüßen Dr. Uli Meier, Oberbürgermeister und Christina Wied, Initiative St. Ingbert hilft. Oh, da haben noch alle anderen geschrieben hier, Roland Weber, Markus Hau, oh ja, alles schön, schön. Schön, Freunde. Also, Freunde, gibt kein Blackout. Macht euch keine Sorgen. Also, ich meine, hallo Blackout, das sind so Worte. Alles ist alles Schwurbelei, ja. Und hier,
Bereits 1.000 Euro pro Tag für Ursula von der Leyen. Die EU-Politiker erhalten nun die zweite Gehaltserhöhung innerhalb von 6 Monaten. Von der Leyen sowie die Österreicher Otmar Karas, Andreas Schieder und ihre Kollegen genehmigen sich nochmals 2,4% mehr Gage. Sogar rückwirkend bis Januar 2022. Finde ich gut. Herr Kretschmer ist hier, das ist hier der hier, der wurde von einem gefragt, hier, was ist denn mit Corinna, mit den ganzen Folgen und treten Sie jetzt zurück und werden Sie vielleicht auch zivilrechtlich dafür gerade stehen? Und da hat der Kretschmer gesagt, nein, ist nicht. Dann hier die Fake News, Ungarn will die EU verlassen, Freunde, das stimmt nicht. Und dann habe ich hier was Schönes, it's time to say goodbye, liebe Gäste, nach 5 erfolgreichen Jahren mit tollen Gesprächen und faszinierenden Begegnungen möchten wir uns von euch verabschieden. Am Sonntag, 18.12., also unlängst, 22, öffnen wir das letzte Mal für euch. Gerne hätten wir den Staffelstab übergeben, aber bedauerlicherweise lag diese Entscheidung nicht in unserer Hand. Wir danken euch für die bereichernde Zeit und wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute. Shalom. Ja, ich würde mal auch sagen, Schalömchen, in diesem Falle hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt. Also 5 Jahre offen gehabt, also 2018 aufgemacht, 2020 erstmal schön Corinna-mäßig 1 Jahr zugehabt, ja. Und jetzt wieder zu, weil der Vermieter gemeint hat, jetzt ist genau die richtige Zeit, wirklich war, in der Uhlandstraße in Berlin. Jetzt ist die richtige Zeit, die Miete mehr als zu verdoppeln. Artelion schreibt, das Verwaltungsgericht Halle hat entschieden, dass die Lehrkräfte dafür zu sorgen haben, dass es nur noch gute Zensuren gibt. Böse Zungen sagen, eigentlich theoretisch richtig. Schreibt dein Kind eine schlechte Zensur, muss es nicht zwangsläufig am Kind liegen, sondern einfach nur an dem verblödeten Lehrer, der zu dämlich ist, richtig zu erklären. Ja, oft stimmt das nämlich auch so. Aber Freunde, stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Letzte Information von mir hier, und zwar Kanbi. Kanbi schreibt, meine Neujahrsvorsätze enteignen von Wohneigentum und Vermögen. Zerstörung der rassischen Strukturen Europas, rassistischen. Bekämpfung von rechten Gruppierungen und Pokémon-Meister werden. Kanbi, was macht Kanbi beruflich? Kanbi, Autor ZDF-Magazin, auch bekannt als Kanberg Köktürk, habe die Ehre. Also der hier für ZDF arbeitet, der sagt, meine Neujahrsvorsätze, Enteignung von Wohneigentum und Vermögen. Das freut wahrscheinlich Oma Erna, die jetzt 67 ist, ja, die 50 Jahre gearbeitet hat, die gerade eben sich gesagt hat, mein Rücken macht nicht mehr mit, meine Knie auch nicht. Ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt einfach mal in Rente mit 67, ja, 50 Jahre gearbeitet, habe mir 50 Jahre nichts gegönnt, außer einmal im Monat ein kleiner Lottoschein, habe aber nie gewonnen und habe mir jede Woche, habe ich mir einen kleinen Silberkrügerrand beiseite gelegt, jede Woche, weil ich viel gearbeitet habe, habe ich mir gegönnt. Sind 4 Krügerränder so im Monat, sind so knapp 50 im Jahr und das habe ich die letzten 20 Jahre gemacht. So, dieses Vermögen soll jetzt weggenommen werden. Ja, schön, also da finde ich gut, dass wir solche ZDF-Mitarbeiter haben. Ja, ich habe natürlich noch eine Bonusnachricht. Ich wäre nicht Robert Götz-Matuszewski, wenn ich nicht noch eine Bonusnachricht hätte. In diesem Falle von Shavsan Shepley, auf die könnt ihr euch freuen. Aber zuvor das fragen wir mal das oben, Herrn Elvis Presley, ob alles gut wird. Ja. Wir öffnen, wenn er zu uns spricht, wird alles gut. Thank you, ladies and gentlemen. Es wird alles gut. Und wenn bei euch gerade nicht alles gut ist, bitte ich euch von Herzen, herzlichst, bitte ganz schnell wieder gesund werden. Wir brauchen euch, denn wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und natürlich halten wir zusammen. Ich sage es jetzt nochmal in aller Deutlichkeit. Ja, ich liefere hier am Tag so 4-5 Videos, je nachdem, was für ein Wochentag ist. Und da sind insgesamt so im Monat 1200 Nachrichten. Ich mache auch manchmal Fehler, es tut mir leid. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich mal etwas falsch mache, wenn ich es mir einfach höflich mitteilt. Einfach nett schreiben, Mensch Robby, hast du dich geirrt oder so? Danke, wenn ihr nicht gleich draufprügelt. Da gibt es nämlich so 2-3 Kandidaten, die einfach unermüdlich draufschlagen und das gefällt mir nicht. Das habe ich auch nicht verdient und so gehe ich auch nicht mit den Zuschauern um. Vielen Dank dafür und wenn euch diese Sendung auch gefallen hat, freue ich mich über das Däumchen hoch, über einen netten Kommentar und wenn ich was falsch mache, schreibt es doch einfach nett rein. Vielen Dank dafür und ihr könnt das Video auch teilen, ihr könnt den Kanal abonnieren. Und wenn ihr mich mögt und die Arbeit mögt, könnt ihr mich auch unterstützen. Vielen Dank dafür. Natürlich grüße ich auch heute von Bruno, Kevin, Jerome und meiner lieben Frau Martina. Die ist aber gerade am Ackern. Freunde, ich habe heute einen neuen... Ist wirklich wahr. Bruno ist nicht da. Ja, Kevin würde sowas nicht anfassen. Ja, Jerome, Schmidt, mein Schwager, der übrigens, die grüßen alle. Der Jerome ist ja inzwischen 10-fach plus 1, also 11-fach.
das würde Jahre dauern. Also habe ich mich hier im Bundestag bei mir im Facility Management Office mit dem Einbau einer neuen Toilettenbrille beschäftigt, Freunde. Das war ja eine Aktion. Ich habe es natürlich geschafft, ja. Aber das ist wirklich, muss ich wirklich sagen, da sind ja von der Toilette sind ja diese Löcher. Und dann muss man da so Bips, natürlich war die Beschreibung, ist egal, aber ich brauche keine Beschreibung. Ich bin Robert Götz-Matuszewski. Diese Bipse da reingesteckt, das war dann gut. Dann diese zwei so Ringe mit so einer Höhe drauf, wo der Toilettensitz drauf gesteckt wird. Das habe ich auch hingekriegt. Und dann kann man dazu justieren mit Schrauben, ja. So. Und dann die Toilette draufstecken. So, und das Problem war, dass diese Schrauben so ein Millimeter zu nah beieinander waren. Also wirklich ein halber Millimeter. Also konnte ich immer entweder so stecken den Sitz oder so stecken den Sitz, aber nicht so. Ja? Aber ich wäre nicht Robert Götz, Matuszewski, wenn ich es nicht dann doch mit ein bisschen gewaltsamer Behutsamkeit geschafft hätte. Ja, jetzt ist das Ding Automatik-Sitz. Oh, Automatik, ja. Allerdings geht der so langsam runter jetzt, also so langsam, dass der, wenn er unten angekommen ist, muss man schon wieder auf Toilette. Langsam. Aber schön, war wieder was Neues, ja. Ja, war mein Weihnachtsgeschenk für Martina. Nein, war ein Spaß. Es ist ja ein Bundestag hier. So, schön. Also habe ich jedenfalls handwerklich heute mich wieder betätigt. Macht das auch gerne mal selber. Man muss nicht immer wegdelegieren. Man kann auch mal selber was machen. So, was schreibt denn Schabsan Schäbli? Schöne Geschichte. Viele der Jungs, die hier als Integrationsverweigerer bezeichnet werden, schreiben hunderte Bewerbungen, um eine Arbeit zu finden und bekommen nur Absagen. Wie soll so Integration funktionieren? Ja, Freunde, dann kann man aber auch verstehen, dass diese armen Jungs mal Dampf ablassen. Ein paar Lausbubenstreiche über Silvester, ja, das kann man jetzt so wirklich verstehen. Da hat sich was angestaut, finde ich in Ordnung. Safjan Schäbli, ganz, ganz tolle Politikerin, Staatssekretärin für, ich weiß es nicht wofür gewesen oder immer noch, ich weiß gar nicht, was die macht. Ja, auf jeden Fall schreibt sie kluge Sachen. Finde ich toll. Also ich bin froh und dankbar, dass wir eine Safjan Schäbli überhaupt haben. Bin ich dankbar für. So, ach, Freunde. Das Jahr fängt gut an. Bin sprachlos. Schaff's an Schäbli. Helge Linz aber der Oberknaller, oder? Egal. Freunde, ich bin weg. Nicht vergessen, ich hab euch lieb. Bin jetzt ein bisschen durch den Wind mit der Nachricht hier. Also, was sagt sie? Viele der Jungs, die hier als Integrationsverweigerer bezeichnet werden, schreiben hunderte Bewerbungen, um eine Arbeit zu finden. Ja. Kleiner Tipp an die Jungs, schreibt die Bewerbung doch mal nicht in Arabisch, sondern in Deutsch, oder? Das war eine spontane Idee von mir, ja. Kommt drauf an, wo man sich bewirbt. Aber ich würde sagen, einfach in Deutsch. Aber egal. Vielleicht ist das auch zu viel verlangt. Ich knall mich aus dem Bild. The Shadowman leaves the video.